Wissenschaft, mein Name, wie ist uns gerade gebracht worden. Ist wohl in der Schule irgendwie zusammengebrochen, hatte massive Schmerzen, die jetzt im Verlauf stärker geworden sind. Es sind sonst keine Vorerkrankungen bei ihm bekannt und er nimmt auch keine Medikamente ein. Nein, nicht. Okay. Aber er ernährt sich in letzter Zeit auch, muss ich sagen, sehr, sehr einseitig. Stimmt gar nicht. Doch, mit diesen Eiweißprodukten und Proteinshakes oder so. Also ich. Okay, wann hat das angefangen mit der Umstellung der Ernährung? Erst seit 2 Wochen. Okay, ich habe da schon so einen Verdacht, aber ich würde jetzt ganz gerne noch mal mit dem Ultraschall gucken auf seinen Bauch. Für Ärztin Isabella Fürstenstein ist die Information, dass der 16-Jährige eine radikale Diät macht, ein erster Hinweis auf die mögliche Ursache seiner stechenden Bauchschmerzen. Die Ultraschalluntersuchung bestätigt die außergewöhnliche Diagnose. Ich weiß jetzt, wo das Problem liegt. Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für junge Menschen. Ja. Er hat auf der linken Seite Nierensteine. Ja. Was? Gibt es da irgendwie in der Familie irgendwelche Verwandten, die schon mal Nierensteine hatten? Okay. Aber kann das durch die einseitige Ernährung kommen oder durch diese Proteine? Nein, das kann daran kommen. Lass dir mal helfen. Das kann daran kommen, aber das ist halt sehr ungewöhnlich, dass es in dem Alter auftritt. Aber wenn du jetzt sagst, du ernährst dich halt sehr eiweißreich und sie sagten ja, dass er wirklich ausschließlich nur Eiweißprodukte zu sich nimmt, ist das schon sehr auffällig, was das jetzt sozusagen auch begünstigt, diese Bildung von Nierensteinen. Er muss auf jeden Fall hier bleiben. Nierensteine versucht man zuerst konservativ zu behandeln. Damit wird man mit allen Ultraschallwellen sozusagen die Nierensteine sucht man sozusagen auf. Und dann mit einer sogenannten Stoßwellentherapie werden diese Steine zertrümmert. Der Patient muss dann sehr, sehr viel trinken, um diese Nierensteine sozusagen über die Niere auszuscheiden. Sie sagten ja, er ernährt sich sehr einseitig von dieser Eiweiß. Ja. Wissen Sie, warum er das genau macht? Nicht genau. Also er sagt, er will seinen Körper in Shape halten und er will abnehmen. Das muss er ja eigentlich gar nicht. Nee, er ist nicht zu dick, er ist nicht zu dünn. Hat ihm das irgendjemand eingeredet oder hat er gerade Probleme? Er redet nicht mit mir. Ich weiß es nicht genau. Es ist einfach nur, er will ein bisschen abnehmen, obwohl ich das auch nicht sehe. Er macht übertrieben Sport. Er ist abends nicht mit uns zusammen. Okay. Er zieht sich zurück. Wenn ich mir das mal so überlege, würde ich Ihnen vorschlagen, dass man halt vielleicht Familienhelfer nochmal. Die kennen sich halt mit Jugendlichen und Kindern aus, die irgendwelche Probleme haben, weil ich glaube, das Problem sitzt tiefer. Ja. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich das so in die Wege leiten. Wir würden den Sozialdienst dann auch informieren und der würde sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Gerne. Der Teenager hat die Nierensteine noch während seines 2-tägigen Klinikaufenthalts auf natürlichem Wege ausgeschieden. Doch ob hinter seiner Eiweißdiät eine gefährliche Essstörung steckt, soll schnellstmöglich Familientherapeut Marco Holtmann klären. Direkt vor seinem verabredeten Besuch entsorgt die Freundin des 16-Jährigen gerade rigoros dessen komplette Eiweißpulvervorräte. Och Mann, Pauline! Marlon, du hast mir versprochen, diese Sachen wegzutun. Hast du es mir versprochen? Ja, hab ich. Wie sind Sie komischerweise noch da? Was ist mein Eiweißpulver? Warum nimmst du das denn? Das Zeug ist Gift für dich. Gift, verstehst? Weißt du, was du deinem Körper antust? Das ist anscheinend nicht. Was die, ist die kommt einfach in mein Zimmer und wirft mein Eiweißpulver weg. Das ist los. Ja, das ist doch gut so, Marlon. Was ist denn, wieso ist das denn noch in deinem Zimmer, das Eiweißpulver? Ja, ich wollte das nicht wegwerfen. Oh, also nee, das ist richtig, was Pauline macht. Hallo. Herr Holtmann. Ach Mann, ihr wisst doch echt alle besser Bescheid über mein Leben. Gut, dass Sie da sind. Das kann doch echt nicht angehen, Marlon, wirklich. Aber wir hatten das vereinbart. Kommen Sie rein. Richtig viel Trubel hier im Treppenhaus, ja? Ja, ich weiß auch nicht, was Wo darf ich hin? Gehen Sie durch, mein Mann wartet schon. Okay. Andreas Jesch. Hallo. Guten Tag. Schwertfeger, mein Name. Holtmann, hallo. Freu mich. Ui, da ist ja einiges los hier. Hier ist Remi Demi momentan im Haus, ja. Das war jetzt Marlon und ihr Sohn, ja? Ja. Und wir sind froh, dass Sie hier sind, weil wir uns wirklich Sorgen machen um ihn. Ja, wir wollen wissen, was mit ihm los ist. Ja, seit geraumer Zeit. Ja, er hatte Verdacht auf Magersucht oder eben Essstörung. Okay. Als er aus der Klinik entlassen wurde. Wenn man merkt, es könnte eine angehende Magersucht sein, ist es wichtig, dass man offen ins Gespräch miteinander kommt, keine Vorwürfe macht, nicht mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen schimpft, sondern ihn ernst nimmt. Vielleicht sogar auch in Ich-Botschaften reden. Ich mache mir Sorgen um dich, ich habe Angst um dich. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann sollte man doch schon Experten dazu holen. Die Eiweißprodukte habe ich jetzt alle entsorgt. Ach, super, das hast du gut gemacht. Wieso sind die noch da? Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es ihnen 10.000 Mal gesagt, er soll es entsorgen. Wer bist du? Hallo, ich bin die Pauline Krause. Hi, ich bin Marco. Marlons Freundin. Hallo. Ich würde mal gerne Marlon näher kennenlernen und würde einmal nach oben in sein Zimmer gehen. Da würden Sie uns einen Gefallen mit tun, wenn Sie das mal machen würden. Ja?
Der Sozialpädagoge will auf behutsame Weise herausfinden, ob der 16-Jährige tatsächlich unter einer Essstörung leidet. Betroffene haben in aller Regel eine verzerrte Wahrnehmung ihres eigenen Körpers und sind besessen davon, sich und ihr Essverhalten zu kontrollieren. Ja, ich wollte halt mal was Neues ausprobieren, so eine neue Ernährungsweise. Okay, und die sieht wie aus? Ja, halt Eiweißpulver. Willst du kräftiger wirken oder was hat das für einen Grund? Nein. Nicht? Was dann? Ja, nix. Keine Ahnung, das ist... Fühlst du dich vielleicht zu dick, oder? Nein, ich mich selbst nicht, nee. Ich habe jetzt hier mal ein Abbild vom Menschen mitgebracht. Vielleicht kannst du ja einfach mal schauen, mit Rot einzuzeichnen, ja, welche Probleme du hast oder wo du denkst, ne, dass du irgendwie vielleicht zu viel hast oder welche, ja, welche Region dich stört. Nein, mich stört gar nichts. Stört dich nichts? Nein, an meinem Körper stört mich nichts. Also hat es nichts mit deinem Körper zu tun? Was steckt denn dahinter? Also ich werde nicht schlau. Ich hab steckt da deine Freundin hinter? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach Angst. Das Angst? Womit hat das zu tun? Was hast du? Woraus hast du Angst? Ja, dass ich, keine Ahnung, in anderen Augen zu dick bin oder so. Oder zu, ich weiß es nicht. In anderen Augen deine Freundin oder wen meinst du? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so, ich bin so ängstlich in letzter Zeit. Das ist einfach alles. Ja. Was denkst du denn, wie findet dich Pauline? Sie hat mir letztens gesagt, dass ich gut aussehe, aber... Also die Rückmeldung kriegst du schon von ihr. Da musst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Ja, aber wie sieht's denn in Zukunft aus? Sehe ich immer so gut aus oder ich weiß es nicht. Aber deine Freundin, die bringt dir schon genug Wertschätzung entgegen. Ja, in letzter Zeit schon. Marlon, ich mach dir mal einen Vorschlag. Was hältst du davon, wenn wir unten das mal mit deiner Familie zusammen sprechen? Nee, habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Ich unterstütze dich auf jeden Fall dabei. Also, ja, okay. Das ist kein Problem. Wenn es so ist, dann können wir ja erst mal gucken. Ja, wäre das okay für dich? Ja. Dem Familientherapeuten ist es gelungen, Marlon davon zu überzeugen, seine Freundin und seine Eltern in die nächste Übung mit einzubeziehen. Zunächst soll der Schüler zu den jeweiligen Menschen auf verschiedenen Fotos seine Sorgen, die er mit ihnen verbindet, klar benennen. Denn nur wer sich der Ursache seiner Ängste bewusst ist, kann auch dagegen angehen. Wie ist das denn, wenn du mich in ein paar Jahren nicht mehr so attraktiv findest, wie du es mir Marlon, gesagt hast? Was ist das für eine Frage? Ich habe damals auch ein paar Reinfälle gehabt. Ich habe so viel Negatives noch erlebt, bevor ich deine tolle Mutter kennengelernt habe. Marlon, du bist total anders als die anderen, das weißt du genau. Aber du weißt ja gerade, was deine Freundin dir sagt, oder? Ja, ich habe schon verstanden. Dann gibt es was Negatives, was du zu diesem Bild vielleicht sagen kannst? Oder was du Negatives fühlst oder spürst? Ja, also ich habe meine Eltern unglaublich lieb, aber was ist, wenn die auch mal älter werden oder krank oder... Dann habe ich euch nicht mehr. Was ist denn dann? Worüber machst du dir Gedanken? Jetzt fühlen wir uns ja recht gesund und fit. Guck uns doch an, uns geht's doch blendend. Da musst du dir keine Sorgen machen. Klar, man muss immer zweimal gucken. Weißt du ja durch meinen Schulfreund von früher, der da mit dem Schlaganfall da, ja, der ist von heute auf morgen. Ja, ihr wollt es nicht hören, aber es ist so. Ja, aber Andreas, das musst du nicht immer wieder betonen. Ja, aber das nehme ich mir halt zu Herzen. Deine Eltern sind gesund, dir geht's momentan gut. Das ist der aktuelle Stand. Auf jeden Fall. Und ich stehe immer hinter dir, Marlon. Das weißt du. So, jetzt kommen wir vielleicht noch mal kurz zum Beruf und zur Schule. Ja, also ich bin zwar kurz vorm Abschluss, aber was ist, wenn ich das nicht halten kann? Wenn ich das wirklich nicht schaffe? Marlon, wenn du es nicht schaffst, dann frage ich mich, wer es sonst schaffen soll. Ja, es ist ja Spaß, ein blendendes Zeugnis. Ja, ich wäre froh, ich hätte früher so eins gehabt. Klar ist es auch irgendwo wieder ein bisschen schwierig, dieses auf Dauer zu halten, ja? Ja, du schaffst das schon mal. Nach der Aktion am Kühlschrank wurde relativ schnell klar, dass die Ängste vom Vater übertragen worden sind. Also der Vater hat immer wieder irgendwelche schrecklichen Sachen erzählt zu den Bildern, was ja auch in seiner Vergangenheit passiert ist. Und das hat er dann auf seinen Sohn projiziert. Und deshalb war ganz klar, dass Marlon die Ängste seines Vaters lebt. Ängste können problematisch werden, wenn die im Vordergrund stehen. Und so geht es dann auch auf die Psyche. Eigentlich läuft bei Marlon, also nicht eigentlich, es läuft alles wunderbar. Und trotzdem verspürt Marlon eine ganz, ganz große Angst. Und
Sie füttern die Angst immer noch mit Ihren Kommentaren dazu. Ich? Ja. Ich füttere ihn? Ja. Jetzt, richte dich nicht so auf. Hör doch erst mal zu, was er sagt. Marlon, ist es so, dass dein Papa, der ja sagt, dass er vor ganz vielen Sachen auch Angst hat und Befürchtung, dass das sich überträgt bei dir? Ist es so? Ja, es ist schon so. Ich meine, Papa, du machst mir so viele Sachen, sagst du zu mir, die ich gar nicht alles verarbeiten kann. Hier wird ganz, ganz, ganz deutlich, dass sie ihre Angst auf ihren Sohn übertragen. Okay. Oh mein Gott. Ist jetzt ja nicht so schlimm, aber es ist ja gut, dass wir darüber sprechen. Ich habe darüber nachgedacht, dass das so ist. Ja, ich wollte auch nicht mit euch darüber reden, weil ich dachte, ich kann das vielleicht alleine besser machen. Und darüber nachdenken, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe das mit diesem Eiweißpulver versucht, um darüber hinwegzukommen. Es tut mir auch leid. Marlon hat nach Gründen gesucht, wie er vielleicht seine Angst kontrollieren kann. Und ich glaube deshalb, oder da bin ich mir ziemlich sicher, hat er das Eiweiß genommen, um so auch seinen Körper zu kontrollieren und seine Ängste zu kontrollieren. Weil da hat er es nämlich selbst im Griff, wie viel nehme ich ab oder wie viel nehme ich zu. Ich wollte das alles nicht. Ich lässt immer mein Bester bleiben, und das weißt du. Ne? Wir schaffen da eine Lösung. Ich versuche mich auch irgendwo ein bisschen zu bessern. Okay. Marlon hat ein sehr geringes Selbstwertgefühl und aber auch ein geringes Selbstbewusstsein. Und jetzt in Zukunft gilt es daran zu arbeiten, Marlon ein stabiles Selbstbewusstsein zu schaffen und aber auch mit dem Vater ins Gespräch zu kommen, wie er offen und ehrlich da mit seinem Sohn sprechen kann, ohne ihm Angst zu machen. In einer Gesprächstherapie werden Marlon und sein Vater weiter daran arbeiten, sich ihren Ängsten zu stellen und diese einzugrenzen. Der 16-Jährige ist mittlerweile viel selbstbewusster geworden und ernährt sich wieder ausgewogen. Mit seiner Freundin ist der Schüler immer noch zusammen.